Das ist tragisch. Ich wünsche baldige Besserung. Niemand sollte mit einem Suizid aus dem Leben scheiden und davonlaufen, sondern sich den behördlichen Anwürfen stellen und diese helfen, restlos aufzuklären. Lieber Lukas, dann fange ich gleich bei dir an. Was sagst du zu diesem Posting? Also ich glaube, dass das Posting eindeutig unter die Kategorie fällt, gut gemeint, aber am Ende ist es in einer mittleren Katastrophe geendet. Ich glaube, Heinz-Christian Strache, dass er das ebenfalls, dieses Drama, als tragisch empfindet. Ich kenne ihr persönliches Verhältnis zueinander nicht, ob das mehr geheuchelt ist oder tatsächlich auch den Tatsachen entspricht. Dass man allerdings suggeriert, dass man sozusagen sich von behördlichen Anwürfen denen entziehen würde, indem man dann zu so einer Verzweiflungstat irgendwie bereit ist. Das ist, also ich glaube nicht, dass es so gemeint war, wie es rüberkommt, aber da hat Heinz-Christian Strache wirklich alles andere als die richtigen Worte getroffen. Aaron, wie siehst du das? Absolut absurd, was der HC Strache da gesagt hat. Man läuft ja nicht davon, wenn man Suizid begeht. Also im schlimmsten Falle wäre der Herr Jenewein nicht mehr am Leben und der hat sich absolut im Ton vergriffen. Da gebe ich meinem Kollegen absolut recht. Was glaubst du, was wird das jetzt noch für Nachwehen? Wie schätzt du, dass Heinz-Christian Strache auch dieses Posting löschen wird, früher oder später, wie man das ja schon öfter gesehen hat und es eine Entschuldigung gibt? Oder rechnest du damit gar nicht? Es kann durchaus sein, eine klassische Entschuldigung in dem Sinne, glaube ich, wird es nicht geben. Vielleicht gibt es eine Rechtfertigung, wie er es denn eigentlich gemeint hätte. Mhm. Die Kritik, die schlägt ihm jetzt sozusagen derzeit um die Ohren. Das heißt, von sich aus wird er vielleicht dazu jetzt nicht kommen, aber je mehr sozusagen das dann aufgegriffen wird und je höher und größer auch dann der Druck auf ihn wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es da in irgendeiner Form noch eine Art von Folgestatement geben könnte. Wie gesagt, ich unterstelle jetzt Heinz-Christian Strache mal nicht, dass das in einer bösartigen Absicht formuliert wurde, aber die Wortwahl ist halt wirklich extremst empathielos und wirkt halt wirklich sehr eigenwillig. Und das kann man so in der Form eigentlich nicht unkommentiert stehen lassen. Ja. Lieber Aaron, natürlich hat jedes Ereignis auch seine Konsequenzen und Auswirkungen. Womit rechnest du denn jetzt FPÖ-intern? Denn allein Walter Rosenkranz hat ja heute schon seine Pressekonferenz auch ausgesetzt, also wollte nicht vor die Presse treten. Was schätzst du, wird Herbert Kickl machen? Herbert Kickl müsste sich jetzt erklären. Also wir werden schauen, wahrscheinlich wird er heute noch vor die Medien treten. Sicher ist es allerdings nicht. Bei Herbert Kickl, der kommt jetzt immer mehr in Bedrängnis. Ja, am Samstag, schon vor diesem Selbstmordversuch, gab es ja eine große Affäre um den Jenewein, weil dessen Anzeige gegen Dutzende FPÖ-Mitglieder aufgedeckt worden ist. Und damals wurde ja schon vermutet, dass Herbert Kickl dahinter steckt, weil der Jenewein immer wieder als seine rechte Hand bezeichnet wurde. Und da kam dann die Order aus der Parteizentrale, dass sich alle FPÖ-Parteien aus den Bundesländern hinter Herbert Kickl sich zu stellen haben. Es gab dann im Akkord die Presseaussendungen, aber Wien, Oberösterreich und Vorarlberg haben sich dem verweigert. Also da kommt eine wahre Zerreißprobe auf die FPÖ zu. Herbert Kickl muss um seinen Machterhalt bangen. Vielleicht ist er nicht mehr lange FPÖ-Chef. In der FPÖ geht es ordentlich zu. Was merkst du denn? Du befasst dich sehr viel auch natürlich mit der Online-Szene. Mhm. Was für Auswirkungen haben diese internen Streits jetzt bereits innerparteilich? Dadurch, dass das jetzt eigentlich erst in den letzten Tagen so hochgekocht ist, derzeit noch nicht wahnsinnig viel. Gerade die FPÖ-Gefolgschaft auf Social Media ist ihrer Partei auch in schweren Zeiten sehr treu oder war dies in der Vergangenheit eben stets, sind ja auch bis zu einem gewissen Grad schon Skandal erprobt, wenn man so möchte. Bei der FPÖ hat man ja das Gefühl, alle 6 Monate gibt es irgendwie eine neue Aufregung, ein neues Fiasko, einen neuen Streitpunkt etc. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mittelfristig natürlich der gesamten Partei und dementsprechend dann auch den Unmut der Wähler mit sich bringen wird. Es scheint irgendwie aufgrund dieser Veröffentlichungen rund eben um diese Durchsuchung oder beziehungsweise die Beschlagnahmung von dem Handy von Hans-Jörg Jenewein eben auch schon so
weit gekommen zu sein, dass Walter Rosenkranz in seinem Bundespräsidentschaftswahlkampf sich dadurch behindert fühlt und die Umfragewerte auch leicht gesunken sind. Man wird abzuwarten haben, aber es ist eben für die Partei scheinbar wieder eine erneute Zerreißprobe, wie auch unsere Politik-Insiderin Isabel Daniel analysiert hat. Und es braucht vielleicht noch ein paar Tage, aber die Fans oder beziehungsweise die Menschen, die auf Social Media zugegen sind, werden das dementsprechend dann auch nicht unbedingt abfeiern. Dementsprechend schauen wir mal, ja. Isabel Daniel hat es heute auch im Interview bereits angesprochen gehabt, im Telefoninterview. Sie glaubt nicht, dass Herbert Kickl sich bei einer normalen Pressekonferenz an die Medien richten wird, sondern über Social Media. Ist das etwas, was du dir auch vorstellen kannst? Naja, bei einer normalen Pressekonferenz hat man natürlich immer leider auch dann die Problematik, dass Leute eventuell Fragen stellen oder man davor irgendwie von anderen Journalisten abgepasst wird. Dem entgeht man natürlich mit einem Social Media Statement. Das kann man sozusagen in die Welt rausschießen, ohne dass da großartige Resonanz kommt, beziehungsweise die Resonanz kommt dann, aber der kann man sich leichter entziehen, als wenn man dann face-to-face mit Journalisten irgendwie sich auseinandersetzen muss. Ich bin gespannt, in welcher Form, wenn tatsächlich so eine Art Statement heute kommen soll, wie sich das darstellt. Ich kann mir einiges vorstellen, kann aber oder könnte jetzt nicht einmal ansatzweise tippen, wozu sich dann Herbert Kickl schlussendlich entscheiden wird. Es ist für ihn eine verhältnismäßig nona schwierige Situation. Es ist auf jeden Fall extremst spannend, wie jetzt der Partei, ob man auf diese ganze Causa reagieren wird.